Als ich nach meiner Bergtour gegen den Abend wieder bei der Sesselibahn vorbeikam, hat der Mann vom Billethäuschen schon von weitem gerufen. Hey, ihr, kennt ihr mal den Hahn? Auf euch habe ich gerade gewartet. Grüezi, was ist? Euren Hund hat mir den letzten Nerv ausgezehrt. Wieso? Nicht mehr ab dem Sessel runter hat er wollen, der Kugel Befzger. Was? Er ist einfach hocken geblieben und immer rauf und runter gefahren, hat einen ganz lieb langen Nachmittag, bis wir den Sessellift abgestellt haben. Das gibt's ja nicht. Neunmal ist er da rauf und da runter. Macht neunmal 10 Franken. Gibt 90 Stützli. Ja, aber warum haben Sie denn den Hund nicht einfach vom Sessel oben runtergezogen? Das habe ich schon probiert. He? Und schaut, was passiert ist. Die Hose verschränzt, hat man das Viech. Was? Die Hose verschränzt? Ja, das lieb, brav Hündli. Ein paar neue Hosen kaufen macht 150 Franken. Dazu kommt Billett für 90 Franken. Gibt zusammen 240 Franken. Ja, ist nicht billig, so ein Hund. Also da ist das Geld. 100, 200 und 240. Ja. Stimmt. Und da haben Sie noch 50 Rappen Schmerzensgeld. Danke.